So. Immer so ein bisschen wie Raubtierfütterung. Die ganz schwarzen sind mir nicht so gelungen, aber so die roten und die Dalmatiner-Gefleckte hier, das ist schon, das mag ich lieber. Nach Optik geht's nicht, aber trotzdem, man heiratet ja auch eine Frau, die für einen selber gut aussieht, ne? Und also, Aussehen spielt doch schon eine Rolle. Nicht an Platz 1, aber irgendwo Platz 5 oder so ist das doch schon verankert. Es ist eigentlich normal, dass ich dann danach noch mal irgendwie irgendwas mache. Also sei es Büro oder irgendwas auf dem Acker oder so wie heute LKW fahren. Das gehört eben alles dazu. Also für mich zumindest. Andere gehen nachher arbeiten im Fitnessstudio. Ich mache halt noch irgendwie was Arbeitstechnisches. Und wo ich noch einen Groschen bei verdiene, letztendlich. Wenn Udo noch arbeiten muss, weiß ich, ich habe die Kinder jetzt die ganze Zeit. Ne? Also auch schlafen legen. Aber dann mache ich es mir tatsächlich ein bisschen einfach und packe sie in unser Bett. Und dann gibt es Sandmann noch eine Geschichte. Dann wird eine Toni-Figur angemacht und dann hoffe ich, dass sie dann zeitnah schlafen. Aber bei gleichzeitig in getrennten Betten, nö, dann mache ich es mir einfach tatsächlich. Also. Aber es geht. Ich fühle mich halt manchmal ein bisschen unsicher hier. Wenn alles so dunkel ist und man sieht nichts und sobald das Licht draußen angeht und über die Hunde bellen, dann ist immer hier, dann kann ich gar nicht ruhig sein. Dann gucke ich immer aus wie im Fenster und gucke, wer das ist. Und jetzt ist hier jemand um kurz nach 10 gewesen und wir wissen nicht, wer es war. Also das ist schon immer ein bisschen mulmig. Ohne Stables. Mahlzeit. Hallo. Ah, Milch. Nö. Ein Eimer pro Tag übrigens, nur mal um den Verbrauch festzuhalten. Für, naja, zwei Erwachsene. Wobei Jenny eigentlich gar keine Milch trinkt, außer Cornflakes und Kakao. Oder damit kocht. Naja, ich und die Kinder, ne? Aber ich bin, glaube ich, immer noch Spitzenreiter. Also morgens 1,5 Liter ist, glaube ich, kein Problem, oder? Schatz, die ist echt steinhart hier. Ja, aber siehst ja, wie auseinander die gegangen ist. Bei den Temperaturen. Außerdem, weil du bist ja so heiß vom Aussehen her, da muss sie ja eigentlich schon auf dem Messer wieder schmilzen. Also, ist ja wohl das Mindeste. Ja, das mag sie aber immer nicht. Das. Ich mag es schon. Sie gibt aber auch immer so geile Vorlagen. Weißt du, da musst du dann auch mal, da musst du mal eintüten. Das stimmt dann. Überhaupt ja, nicht. Ja, sicher. Sowas von. Nein, ist schon mal ganz, ich finde es ja ganz schön, dass er mir immer Komplimente macht. Aber irgendwann ist auf die Luft raus. Nee. Jedes Mal derselbe Schrott. Ich weiß schon immer, was kommt. Ja, musst du selbst lachen, ne? Aber ich würde auch lieben gerne die Kinder ins Bett bringen und dann pflanze ich mich aufs Sofa. Oder ins Büro und mache da irgendwas. Das wäre natürlich schöner. Aber das können wir uns noch nicht erlauben. Und Jenny irgendwo arbeiten schicken, das möchte ich auch nicht, weil die hat tagsüber auch schon genug zu tun mit den Kindern und ihren Bauernhofpädagogik-Sachen. Und die macht ja auch natürlich ganz viel drumherum andere Sachen, ne, was man so im Vordergrund vielleicht gar nicht mitkriegt. Aber sie hält natürlich auch tagsüber den Rücken irgendwie frei. Und dann, warum soll sie sich denn noch abends irgendwo in eine Bar stellen und ja, irgendwie genau, zapfen. Ja, ich will es ja auch gar nicht. Ne? Dann wird sie noch von anderen Männern angegraben oder irgendwas. Das will ich ja auch gar nicht. Ne? Also es ist bei uns regelmäßig Thema, eigentlich, also das mit dem, dass ich woanders arbeiten gehe, aber dann fehlt hier einfach die Kraft. Also es wird ja klar, könnte ich woanders arbeiten gehen, dann kriege ich ein festes Gehalt. Aber dann müsste mein Mann ja jemanden einstellen und ihm auch ein Gehalt bezahlen. Also rein finanziell tut sich da nicht viel. Es könnte auch immer die letzte Fahrt sein. Ne? Also wir haben ja genügend Vollidioten auf den Straßen. An mir soll es nicht liegen.
Aber ja, da denke ich nicht dran. Die macht sich keine Sorgen nachts. Die macht hier Netflix an und meistens auch einen Drink. Und wenn ich den mal anrufe, Schatz, und wie ist es? Hä? Ach, du bist weg? Ach so. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich rufe immer. Ja, aber. Wir telefonieren immer, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe. Und einmal. Und irgendwann, wenn ich vielleicht gerade Netflix hakt oder ich mache gerade Pause oder meine so. Meine Serie geht gerade nicht weiter. Mir ist langweilig. Dann rufe ich schon mal. Ach, ich habe ja noch einen Ehemann, den kann ich ja mal anrufen. Mama, ob er noch lebt. Darf noch mal mehr? Abfahrtskontrolle, genau wie beim Auto eigentlich, falls man das in der Fahrschule gelernt hat. Gucken, ob die Reifen alle voll mit Luft sind, ob die ganzen Schläuche richtig angeschlossen sind, also die Verbindung von der Zugmaschine zum Trailer, so Bremsschläuche, ABS-Schläuche und Elektrik. Gucken, ob der Tank nicht aufgebrochen wurde, aber sieht alles gut aus. Im Winter muss man auch immer hier reingucken, weil da auch mal irgendwelche Leute drin sitzen können, die gerne mal mitfahren. Ich selber habe es noch nicht erlebt, aber andere Kollegen, das gab es tatsächlich schon mal. Also gerade als diese ganze Flüchtlingswelle und so damals kam, die waren da oft drin. Ne? Kommt natürlich schnell und unbemerkt von einem Ort zum anderen, aber kann natürlich auch gefährlich werden. Dann ganz wichtig. Die Sattelplatte, also das ist die eigentliche Verbindung vom Auflieger zur Zugmaschine, daran hängt das ganze Gewicht, ob die zu ist, weil sonst, wenn wir gleich losfahren, bleibt der Trailer stehen, fällt auf den Boden und der LKW fährt alleine weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn es mein eigener LKW wäre, würde ich wahrscheinlich zumindest ein Jenny-Schild da dran haben. Aber da das ja eigentlich ein Fernfahrerauto ist, das ich jetzt nur als Vertretung fahre, mache ich da nichts dran. Der Fahrer, der wohnt da ja drin, mehrere Wochen, natürlich mit Pausen zwischen, aber das ist sein Wohnzimmer und da verändere ich auch nichts. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich meine Straßenschuhe innen drin anziehe und dann nachher bei der Arbeit eben andere Schuhe anziehe. Also nicht, ich gehe da nicht mit meinem Bauernschlappen oder mit Gummistiefeln rein, also den Respekt habe ich schon. Da ist übrigens unser Hof. Kann man noch mal schön gucken. Ist schon ein schwieriges, also ein zwiegespaltenes Gefühl auf jeden Fall. Seinen Hof immer zu verlassen. Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, wenn ich irgendwie über die Dorfgrenze hinaus muss, irgendwie zum Einkaufen, dann kriege ich ja schon Schweißausbrüche. Ne? Und jetzt fährt man irgendwie total 200, 400 Kilometer weit weg. Wir fahren jetzt nach Hildesheim zu einem namhaften Getränkehersteller. Dort bekommen wir 33 Euro Paletten mit Getränke. Die müssen heute Nacht noch nach Hamburg und ich darf euch leider nicht mit aufs Werkgelände nehmen. Deshalb muss ich euch auf der Autobahn auf dem Rastplatz ganz unbürokratisch wie so einen nassen Hund aussteigen lassen. Ich könnte jetzt auch lieben gerne zu Hause sitzen mit Jenny und da irgendwie was machen oder auch mal gar nichts machen. Aber das können wir uns noch nicht erlauben. Und es ist auch für mich die einzige Zeit, wo ich wirklich in Ruhe nachdenken kann. Also wo mir keiner auf den Sack geht, meistens auch das Telefon nicht klingelt, weil es halt immer nachts ist. Und man kann wirklich mal nachdenken, man kann Entscheidungen treffen. Ja, und das ist für so einen Betriebsleiter auch mal ganz wichtig. Weil sonst wirst du irgendwann betriebsblind und arbeitest nur so vor dir her, aber du triffst keine Entscheidung, du kommst nicht weiter. Und hier kannst du eben mal drüber nachdenken, was ist der nächste Schritt, was können wir machen, was ist vielleicht blöd, was sollten wir nachlassen. Jennifer! Na gut, da kann er was los.
Ja, nee, ich wollte mich nur mal melden. Und dir sagen, dass wir da nur Vollidioten auf der Bahn sind. Ja, ja. Ist ja immer so, ne? Ja, sonst freie Bahn oder Stau? 9 Minuten Verzögerung wurden angezeigt, sind jetzt aber schon wieder weg. Also, wir sind Punkt 9, bin ich in Hildesheim. Oha. So wie geplant. Ja, das ist sehr gut. Ja. Alles klar, bis dann. Bis später. Tschüssi. Tschüss. Das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten, ist natürlich, dass es irgendwann nicht mehr so sein muss, dass ich noch außerwärtig arbeiten muss, definitiv. Aber bis dahin ist es noch ein kleiner, langer, steiniger Weg. Aber er ist absehbar. Aber das muss man jetzt halt mal eben durchmachen. So Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, wie einer meiner nächtlichen Aktivitäten aussieht. Wenn ihr auch mal 2 Jobs hattet oder irgendwie mal was anderes nachts gemacht habt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. Ich mache jetzt noch mal ein paar Kilometer.